Einsteigen und losfahren durch das ganze Land für 49 Euro. Das ist seit einer Woche mit dem Deutschlandticket möglich. Ausgeschlossen sind Fernverkehrszüge. Schon seit dem Vorverkaufsstart ist die Nachfrage enorm. Die Verkehrsbetriebe haben allerhand zu tun. Wir haben es gut gemacht, alles umgesetzt. Wir haben viele Kunden, die jetzt kommen. Wir haben alle Tickets umgestellt aus alten Abonnements zum Deutschlandticket. Und wir haben auch einige Neukunden in den letzten Wochen gewonnen. Bei der VRN wurden beispielsweise 230.000 bestehende Abonnements in das Deutschlandticket umgewandelt und 20.000 Neukunden gewonnen. Viele Bürger sind begeistert. Ja, weil ich es super praktisch finde, also dass man alles nutzen kann und auch jetzt einmal so ein bisschen herumfahren kann. Also ich für mich als junger Mensch sowieso super, ein bisschen reisen, ein bisschen in die Städte weiter rum auch zu kommen. Also da, das ist für uns alle eine gute Chance. Als Shop-Ticket-Ersatz im Prinzip, als sinnvolle Ergänzung oder Nachfolgeregelung zum Jobticket. Das 49-Euro-Ticket soll die Bürger finanziell entlasten und auch die Attraktivität des ÖPNV erhöhen. Es soll ein Anreiz für die Menschen sein, vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Dafür muss allerdings noch einiges getan werden. Ja, die große Herausforderung wird sein, dass wir jetzt der Kundschaft auch das ÖPNV-Angebot zur Verfügung stellen können, dass sie mit diesem günstigen Ticket nutzen wollen. Das heißt, wir brauchen mehr Infrastruktur. Die S-Bahn hat zurzeit eine schlechte Performance. Das liegt nicht an den Lokführern. Das liegt daran, dass wir einfach nicht die notwendigen Gleise haben, die wir brauchen, um die Verkehre dichter noch auf die Schiene zu bringen. Da das 49-Euro-Ticket keine zeitliche Befristung hat, rechnen die Verkehrsbetriebe auch weiterhin mit einer starken Nachfrage. Nicht nur auf den Bahnsteigen staut es sich, auch vor den Mobilitätszentralen der Verkehrsbetriebe stehen die Menschen Schlange. Ja, viele Kunden kommen doch gerne persönlich, stellen wir fest. Wir haben ja Online-Bestellmöglichkeiten, da geht es deutlich schneller. Aber viele kommen in die Mobilitätszentrale und da ist richtig was los. Und unsere Leute haben ganz ordentlich zu schaffen, im Moment die Nachfrage zu bewältigen. Also online zu bestellen ist tatsächlich die bessere Möglichkeit. Auch wenn viele Bürger das Deutschlandticket nicht für weitere Reisen nutzen würden, bietet es für regionale Anbindungen einige Vorteile. Ja, die Fahrgäste sind natürlich jetzt erleichtert, dass sie mit dem Deutschlandticket nicht mehr nachdenken müssen. Sie müssen nicht mehr wissen, wo hört der VRN auf, wo fängt der Nachbarverkehrsverbund an. Sie können einfach überall einsteigen und den ÖPNV nutzen. Das ist schon eine erhebliche Erleichterung. Und wer die Tipps einer Online-Buchung befolgt, kann auch mit einer schnellen Abwicklung rechnen und ganz bald für 49 Euro durch Deutschland fahren.